Hallo und herzlich willkommen hier bei der Folge hier in Silo. Ja, die nächste Produktion stehen. Die Schindelproduktion. Und Passeimer und ne, also Entschuldigung, das wird noch produziert. Material wird verteilt und zugeliefert. Wir schauen mal, ne? Hier wird man gleich mal eine Fuhre Holz zum Sägewerk fahren. Und da kurz mal reingucken beim bei der Achterbahn, wie es da aussieht. Aber da habe ich gelesen, dass sie auch Fässer und Schüttel brauchen, deswegen habe ich das mal ganz kurz produktionstechnisch aufgebaut, damit es da ja nicht stockt, ne? Ja, die Bäume sind noch nicht gewachsen soweit, aber was morgen von Tag, morgen wird dann schon Mai sein. Aktuell ein Tagesrhythmus, das läuft ganz gut hier. Geht was vorwärts, ne? Da dachte ich anfangs auch, dass es besser wäre, man macht mehrere Tage, um das, aber da wird gerade die Produktion nicht schneller, sondern eher langsamer, ne? Das ist so. Und ich dachte anfangs ist umgekehrt. Jetzt hatte ich mal auf dem Marsch mal 4 Tage gespielt. Oder war es Ellengrad? Und habe dann festgestellt, es ist nicht so, ne? Es ist es dauert länger dann, ne? Aber wer im Prinzip nicht hinterherkommt, der kann mehrere Tage spielen. Das werde ich auch irgendwann machen, weil wenn sobald das die Arbeit nicht mehr schafft, dann ist es besser, man macht da ein bisschen langsamer. Das heißt, mehr Seite wechseln. Also die Stämme aufnehmen. Ne? Ja, die eigenen Bäume im Park brauchen noch ein bisschen, ne? Das ist ja so. Oh, jetzt fällt er hinten auf. Das geht noch ganz gut so. Wir laden beenden. Auch zum Sägewerk. In Ansicht. Und wir machen Abstriche bei der Achterbahn. Also wissen, was zu sehen ist ja schon. Ich hätte mal, ja, Fotoshow machen können, ne? Die ja schon, ne? War nur zu spät. Das Problem ist, ich vergesse immer wieder. Und die Folgen sind ja auch schon gelöscht. Also ich speichere das zu Hause jetzt nicht ab, ne? Also sucht das nicht. Dass ich das jetzt abspeichern tue, jetzt separat. Da ist mir der Speicherplatz. Oh, der nächste Abschnitt ist da angefangen. Wir brauchen noch Metall, Bretter, Holzbalken. Die werde ich mir irgendwann holen. Alles andere ist ja da. Holzbalken müssen wir bringen. Bretter sind da, lange Bretter sind da, Metall ist da, Holzfliesen und Treppengeländer. Das ist auch da. Also aber so viel geht nicht weg, aber so stückchenweise, denke ich mal. Ich denke mal, Holzbalken wird mit Schwung fehlen, da wackelt nichts und Fertigwand wird auch nichts fehlen. Metall, ja. Da liegt was rum, ne, muss man sagen. Das muss ja auch alles auf den Füßen liegen, ne.
So, war das nix. So. Wie gesagt. Holzpacke sind nämlich keine hier, da wollen wir sehen, welche produzieren. Und vielleicht klappt doch was mit der Verteilung, ne? Also das kann auch sein, ne? Dann ist natürlich besser, wenn wir aber auch nicht erfahren, ne? Muss ich mal schauen, wenn das alles weg ist. Und mit Verteilen geht es ein bisschen leichter, ne? Und dann sieht es auch nicht so chaotisch aus, ne? Lass es kosten, was es kostet, dafür ist nämlich auch egal. Müssen wir halt zur Not was verkaufen, ne? Geht ja auch. Hier geht es ja um nichts groß, ne? Also es geht da um mein Ziel, im Prinzip die Achterbahn fertig zu bauen und das Segelboot. Und da können meinetwegen auch noch Leute die Werft kaufen, meinetwegen, und dann auch noch ein Segelboot bauen, ein zweites. Ich wollte aber einen Sitz korrigieren. Das mache ich jetzt mal gleich. Ich drücke das nicht am Hinteren an der Stelle. Das ist nicht gut. Gegenverkehr. Ich habe mal geguckt, was die Preise so entwickeln und sehe, eure Gaming-Stühle kosten schon dampf viel Geld. Jetzt bringt Samsung einen Monitor raus mit 57 Zoll. Also das ist der Wahnsinn. Gibt's noch nicht, aber die sind bald in Entwicklung, ne? Beziehungsweise in Messe gezeigt worden. Ja, vorgestellt. Nicht schlecht. Aber das ist doch schon. Naja. Werde ich mir nicht kaufen, weil es so teuer ist. Und kommt dann noch hinzu. Ich habe einen guten Monitor. Das kommt noch hinzu. Ob es verteilen geht, ich weiß es nicht. Ich fahre mal hoch ins Lager rein. Na, da liegt was rum, brettermäßig, ne? Aber wie gesagt, wenn keiner das haben will, außer Produktion, also Holzbalken, kriegt keine. Verteilt. Aber dann muss ich mal warten, bis ich ein paar Dinge fertig habe. Das muss man halt ein bisschen warten, wie die Position läuft. Und dann gibt es das zum Glück Autolot. Lange Balken geht noch, das ist noch relativ schnell beladen, aber wie gesagt, die kleinen Dinger, die kleinen Bretter. Da wirst du nicht glücklich bei. Und wenn du sie anfängt zu verkleben, von der Gabel nicht abbekommst, dann ist es auch blöd. Ne? Woran das denn liegt, keine Ahnung. Also eher ein Spielproblem, ne? Bin ja gespannt, wann Giants mal die erste Vierfachkarte macht. Meine Ressourcen haben die ja, ne? Ich meine, gut, die kreieren die Gebäude auch alle, ne? Also das ist ja auch noch. Ne? Das wird ja für viele näher, wenn es im Modder-Bereich losgeht. Nächstes Jahr ist müsste 24er dann sein. Von 23 kommt nichts. Da kommen nur einige DLCs und noch eine Karte mit neuen Früchten. Und die kommt erst im Herbst. Das wäre eher was interessant wäre, welche neue Früchte. Aber garantiert ist das schon irgendwo drin mit in der Produktion. Also mit im Mod-Bereich drin. Also als optisch sah es aus wie die Karotte. Die gibt es ja schon, ne? Eine Multifruchtkarte zum Beispiel.
Aber es wäre interessant, ne? Lange Bretter haben wir jetzt, Schieße, nur verteilt. Was dann nun nicht hingeht, ist, zum Bauen, da geht nicht verteilt. Na, das macht nichts, wir nochmal verteilen, wir produzieren mal was, dass wir auch Vorrat haben und dann können wir ja entsprechend da weitermachen, ne? Ich müsste aber erst die Sträucher entfernen, die großen Bäume. Ob jetzt Pflanzen geht? Probieren wir mal aus, ein paar Bäume gepflanzt. Gefällt. Ich wünsche mir allen schönen Samstag, ne? Ist ja schon so weit, ne? Aber dann kurz. Meine 69 Mammutbäume noch pflanzen. Zeigen. Weh. Ja, jetzt geht wieder. Doch mein Verdacht, dass die Limit erreicht war und dann es geht nichts mehr. Frage Pflanze habe ich ja trotzdem von. Ja. Links, aber nicht Mammutbäume, hier sind andere. Habe ich noch einen anderen Baum da, der gepflanzt werden will. Hier hat immer genug Holz. Ich möchte auch ein bisschen Abwechslung haben, ne? Und ihr sicherlich auch. Regen. Ein Tag das Wetter passt, dann werde ich mal die Dachterrasse herrichten. Dann den Solarzellen ein bisschen optimieren. Nur ein bisschen. Den Winkel zum nach oben. Von steil auf mehr flach. Ja, wenn nicht anders geht, da sind auch Solarzellen. Habe ich die Meldung gelesen von Schleswig-Holstein? Die haben da ein Problem. Jetzt wollen so viele Solarzellen aufbauen und noch Windräder aufgestellt werden. Jetzt haben sie keine Transportmöglichkeiten wegen Strom. Also wegen keine Leitung. Natürlich schon sehr bedenklich, ne? Ohne Pfütze. Aber der Ausbau, das ist ja, naja, das ist ja so, wenn es privat geführt wird, so lange wie das irgendwie geht, wird hinausgezögert, ne? Wir wollen ja Rendite und nicht hier für die Zukunft investieren, ne? Das ist ja nicht vorgesehen, ne? Einer der Straße, das ist auch nicht schlecht. Da gibt es einen Stau an der Straße, wie ein Mammutbaum.
Leider bin ich von der Dachterrasse her bin nur nach Westen ausgerichtet. Ich habe zwar ab 11 Uhr jetzt im Winter auch Sonne, also da kommt die rum. Aber leider nicht in den Frühstunden. Mein gut, bei der Frühschicht ist eh fast egal. So schlafe ich so, nee, bei der Spätschicht schlafe ich so ein bisschen näher. 9 ungefähr. Aber bei der Frühschicht wäre das nicht ganz. Ist das eh wurscht. Und nachmittags bin ich dann zu Hause. Also 18 Uhr ungefähr, dann wird das auch wieder weggehen, sollen, ne? Hinter dem kleinen Hügel. Der pflanzt nicht mehr, der Bursche. Kleine Frau. Und. Was ist so? Was soll ich mit dem Traktor machen? Bäume rausfällen. Ne? So, dann muss ich hinten abklappen. Gehen lassen. Weil das mit dem würde ich es nicht machen. Bäume, die bringen ja wissen was ein. Ne? So ein Open Hänger dann verkaufen. Ja, alle Bretter verteilen sich jetzt langsam, bis ich einen Tag produzieren kann. Dann kann man wieder im Prinzip nachher den großen Verkauf klein machen kann. Ich muss trotzdem erstmal sehen, dass man Hänger kaufen, ne? Was verkaufen kann, das ist ganz easy. Fahren wir zum Händler. Dann können wir gleich vom Händler gleich das Ding her machen. Also 40.000, irgendwann ist das Ding voll und dann ist es verschenkt drin. Es war nicht viel, denke ich mal, aber trotzdem. Ein paar Euro sind ein paar Euro, ne? Hänger. Ja, mal kaufen, ne? Das kann ich diesen Teil sein. Normale Hänge. So, ich war, das sollte schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank, dass ihr reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier sind wir rum. Und wenn wir halt so machen müssen, weil wir da die Speicher haben, raus haben wollen. Ne? Tschüss.